Wow, das ist vielleicht ein tiefer Brunnen. Junger Hexenjäger, wie können wir Bürger aus der Stadt ohne Namen dir jemals danken, uns von der Hexe befreit und obendrein gezeigt zu haben, wie man eine Mahlzeit im Gehen einnimmt? Dank nicht mir. Dieser Held hat die Hexe erledigt. Dale Dim. Nun, ich möchte sagen, das war nicht der Rede wert. Nichtsdestotrotz bin ich geschmeichelt. So sei es denn. Vom heutigen Tag an soll diese Stadt Daleburg heißen. Wie wär's mit Dimsdale? Das klingt noch besser. Könnt ihr jetzt alle vielleicht noch ein wenig zusammenrücken? Okay, und lächeln! Mann, dieses Porträt ist der Hammer. Sieht ja fast wie ein Foto aus. Wo hast du das gefunden? Internet. Wie schön für dich. Mein Alois-Brechbrotz-Festwagen wäre nicht halb so cool geworden. Das wird die beste Gründer von Dimsdale und Erfinder des Sandwich-Parade, die man je gesehen hat. Den Gründertag gleich neben dem historischen Brunnen zu feiern, in den Alois Brechwurz seinerzeit gefallen ist. Ja, endlich nach all den Jahren. Es heißt, wenn man genau hinhört, ist die Historie noch gegenwärtig.